Leute, wir sind zurück. Final Fantasy X mit Spongy, genau an dieser Stelle. Yep. Puh. Und jetzt werden wir sofort uns weiter auf den Weg machen, den Berg Gagaset zu besteigen. Ja, im letzten Part, da haben wir mehr damit zu tun gehabt, uns mit den zwei Bullies zu prügeln, die immer auf Kimari rumhacken. Und dann, ja, war es noch der erste Weg in den Berg noch ein bisschen zäh wegen den ganzen Gegnern, die ein bisschen rumnerven und dauernd auf Titus losgehen und ihn in den Schnee legen und ja. Wohl wahr. Und wir haben ein bisschen was getan. Alle Bestia von Yuna haben jetzt Ekstase voll. Ihr werdet später erfahren, wofür. So. Bestimmt einfach nur so zur Sicherheit. Ja, genau. Ich mach das einfach so zur Sicherheit. Seid gespannt. Das wird richtig furchtbar. So, der Bomber ist weg. Alter, wir haben immer noch ein bisschen wenig Leben und die machen mir immer noch ein bisschen viel Schaden. Hm. Das war ein Crit. Ja, am besten wegschickt tut immer noch Orin. Ja. Er hat halt auch die meisten HP, ne? Er ist der, der am meisten Endgame-ready ist. Ein Tank durch und durch. Oh, Berg Gagaset ist so furchtbar, Alter. Ja, den überwinden wir auch. Wir kriegen das schon gebacken. Sei es mal, auf jeden Fall. Da sei es mal. Ja, und die nächste Kiste, die wird dann hier in der unteren linken Ecke kommen. Erstmal so der den Weg folgen. Der hat einfach alle weggeballert, Alter. Ja, Titus Orin weiß, wie es geht. Ja, da sagst du was. Der weiß halt wirklich, wie es geht. Oh nein. In der unteren linken Ecke. Okay. Von der Karte aus gesehen. Aber hier die Perspektive. So, die Perspektive, wie sie gerade speist sich irgendwie mit der Karte, wie sie jetzt abgebildet ist. So ein bisschen. So ein bisschen, ne? Ja. Er hat das Ding gewone-hitted. Ja, überraschend, Tidus, überraschend. Macht Retard Heap mehr Schaden? Ich glaub eher nicht, das war wohl mehr Zufall. So, okay. Ich probier's einfach nochmal aus. Ja, Orin hat eben einen Dickschädel. Nee, du hast recht, das war ein Crit. So, guck mal, der da. Ein retardeter Crit. Ja. Orin, du bist ein Lappen, Alter. Aber wenigstens teilst du als Lappen gut aus. Ein harter Lappen. Ja. Ein bretthartes Handtuch. So, mal gucken, was hier kommt. Da fragt man sich, was würde eigentlich passieren, wenn jetzt mal zwei Mediums auf die Regeln scheißen und beide zusammen in der Gruppe losziehen? Dann beide jeweils eine hohe Stimme. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Medium? Ich glaube, das ist doch Media, oder nicht? Ja gut, Media. Aber angenommen, die tun auf die Regeln scheiß, tun beide in der Gruppe losziehen, bekommen beide jeweils eine hohe Beschwörung und tun dann die praktisch im Tag-Team gegen Sin einsetzen. Was würde dann wohl passieren? Leute, schreibt das mal in die Kommentare. Ist die Mehrzahl von Medium Mediums oder Media? Na, ich glaube, hier im Spiel sagen wir zumindest Media, also... In dem Fall wird es wohl schon zutreffend, aber wer merkt sich das schon? Ich bin mir das super unsicher. Ich habe keine Ahnung. So, kannst du den bitte töten, Lulu? Aber ich glaube, auf die Frage werden wir später nochmal zurückkommen, wenn wir mehr erfahren. Wenn wir mehr erfahren? Okay. Ja, habe ich doch gesagt. Lulu tötet den halt nicht, ne? Ja, wird Zeit, dass sie nicht elementare Zauber wie Flair bekommt. Aber Titus tötet ihn wenigstens. Super! Bis er gleich selbst stirbt. Das ist bestimmt so abwechselnd. Das letzte Part war Titus Pech-Part. Das ist jetzt wieder, vermutlich wieder sein Glücks-Part, nehme ich an.
So, jetzt ist die Frage, soll ich gleich die Ekstase einsetzen oder sollte ich es lieber lassen? Ich glaube, für den kleinen Stinker ist das nicht notwendig. Nee, ich meine, ob ich mir die jetzt aufbewahren sollte, bis wir da sind, wo ich meine, dass das richtig scheiße wird. Ja, kommt drauf an. Mit solche Flächenattacken kannst du schon geben. Sehr schön. So, hier oben links ist die nächste Truhe. Und da hinten ist ein Speicherpunkt. Richtig. Dieses Mal vergiss es einfach. Ich verlasse mich da nicht mehr drauf. Alter, oh, Oren, 6000, was ist los mit Oren? Dir? Keine 7000 mehr, oder was? Du lässt du langsam nach. Ja, ein bisschen schwach auf der Brust geworden, oder was? Seine Arme tun weh. Seine Arme tun vom ganzen Sport weh. Aua. So, Walker wechselt wieder aus. Ach, Unsinn, der tut doch mit seinen Schwertern Gewicht heben. Natürlich tut er das. Was denkst du denn? Natürlich. Er macht damit jeden Tag 100 Push-Ups. So, weg mit dir. Ja, geht doch schön. Ja, bitte, 7000, geht doch, Oren. Alter. Er hat uns wohl zugehört. Er hat uns wohl zugehört. Er lässt es sich nur nicht anmerken. So, da ist die Truhe. Ja, genau. Hier, vor allem diese Perspektive und diese Karte, die gehen überhaupt nicht ineinander über. Sicherheitsband. Ich glaube, da war da nicht Schleife drin sogar. Nee, Stein und Giftwall. Das ist aber eigentlich sehr gut für ihn. Ja, immerhin schon mal etwas, was Schutz bietet. Ja. Ein Hinterhalt. Oh, und dann auch noch diese Gegnergruppe. Hätte man die nicht schon genug gehabt. Und Tito stirbt. Nee, tut er nicht. Wie wär's mit Energieregen? Das müsste zumindest den fliegenden Typen alle machen. Oder auch, weglaufen geht auch. Ich lauf erstmal weg. Wenn das ein normaler Kampf wäre, wäre ich jetzt nicht weggelaufen, aber bei... Lauf, Tidus, lauf! Bei einem Hinterhalt bin ich dann doch raus. So. Gut, jetzt den Weg da nach oben gehen, der eigentlich nach unten führt aus unserer Sicht. Der Weg hier führt nach unten. Ja, aber auf der Karte nach oben. Ja, geil. So, Chance zum Präventivschlag. Das ist gut. Tötest du ihn? Energieregen. Yes. Oh ja, gut. Geht auch so. Oren, Alter! Schon wieder zu viel trainiert, oder wie jetzt? Was ist los mit dir? Oder zu wenig. Oder zu wenig. Ich meine, mit Energieregen hätten die beiden auch was abgekriegt und dann... Ja, aber ich möchte mir die Ex-Tays gerne aufsparen eigentlich. Ja gut, kann man machen. Also jetzt, in diesem Moment gerade. Ja, Oren, warum kriegen wir nicht mal so einen krassen High-Roll, dass du den One hittest, Alter? Komm schon, ich weiß, du kannst es. So, einmal Eisgar. Das ist vermutlich die Kälte. Ja. Was sind das eigentlich für Bomber, Alter? Was haben die gefressen, damit die black werden? Damit die schwarz werden, Alter. Die Granatenbomber. Ah, Granatenbomber, okay. Ja, vielleicht bin ich selbst schon ein bisschen durchgeschmort. So ein bisschen, ne? Oh, ein Hinterhalt. Ich liebe sowas. Und Lulu gehen langsam die MP aus. Oh, das ist schlecht. Ha! Scheiße, jetzt wo du sagst, ich sollte mal fliehen, tschüss. Vielleicht mal ein Ether einwerfen. Ich habe aber nicht viele. Naja, wir tun die ja eh selten einsetzen, weil wir meistens ja eh den Speicherpunkt vorher erreichen. Ja, wohl wahr. Ich habe die jetzt mal eingesetzt, zwei Stück. Das war ein seltener Ether, Moment. Oh Gott. Hajimemashite, Yuna-sama. Boku, Wants de imasu. Imamade nandoka atte masu yo ne. Kyou wa nige nai no ka? Nii-san no kawari ni chanto shigoto shinaito ne. Tabi no shounin 23 daime Owakaya. Shitteru yo ne. Omae, aitsu no ododo? Nii-san
ユナ様を助けに来たがっていたけど、反逆者に協力した罪でジーンに捕まったんだ。俺たちのせいか。でもニーさんは後悔してない。だって捕まる前に言ってたしね。自分の代わりにユナ様を助けてくれって。どうしてそんなによくしてくれるんですか？ それは。ほら、そんなことを気にしてる場合じゃないだろ。僕の仕事やらせてよ。お若や、よろしく。 Aber interessant, dass die Ronsos den hier durchgelassen haben. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. 90.000 für den Führungsstab. Ja, yeah, oh. Ja, einfach uff. Guck dir den Turbokaktor mal an. Ja. Wir können uns gerade mal so den Turbokaktor ja, wenn wir die jetzt... Dann haben wir nicht mal mehr Geld für Jojimbo, für Cloud. Oni-san no gobuji. Inotte masu. Yuna-sama koso. O kio tsukete. Hai. Ja, du besorg dir mal bessere Preise, du Wucher. Genau. Die Truhe macht dir echt Konkurrenz, Alter. Eine kleine Anekdote zu diesem Wons, oder vermutlich Watz, wie es gemeint ist. Watz ist auch so ein Name in der Reihe, der öfter oder bei Square Games, der gerne mal wiederverwendet wird. Vor allem, ich glaube in Final Fantasy 2 war Watz ein Schmied gewesen. Und in der Secret of Mana-Reihe, da kam ja auch ein gewisser Watz, wo er so ein Zwerg. In der deutschen Version von Secret of Mana hieß er ja zum Beispiel Berti. Aber jetzt in den anderen Teilen der ersten Trilogie, wie zum Beispiel Mystic Quest oder Trials of Mana, hieß er nach wie vor Watz. Ja, interessant. Ja. Oh, komm, Alter. Oren, töte ihn einfach. Danke. Na bitte, geht doch. Hast du gut gemacht, Oren. Hast du gut gemacht. Wenn ich jetzt so Orens Sake mir anschaue, müsste ich nicht total schon total gefroren sein bei diesen Witterungen. Eigentlich schon, ne? Ich muss hier lang. Jetzt war ich gerade kurz verwirrt. Alter, Elektroschock ist so strong, ne? Tschüss. Was du kannst, kann ich aber schon lange. Bitte über 4000. Ja! Gut gemacht, Lulu. Gut gemacht. Du bist komisch, die beste Magierin diesmal... auf diesem Planeten. Aber komisch, das ist diesmal nicht vernichtend. Reicht wohl noch nicht. Ja, bei einem anderen Kampf, da war es nur knapp über 4000. Oh. So viel mehr hatten die Gegner auch nicht und da war es vernichtend. Hier habe ich noch zwei Schatztruhen gefunden. Die nimmt zwei Truhen. Ja, stimmt. Und nach denen kommt bald der Speicherpunkt. Korrekt. Und ich glaube, dann ist es bald soweit. Dann kommt einer der schrecklichsten Bosskämpfe im ganzen Spiel. So viel kann ich euch versprechen. Also wenn ihr nicht gut trainiert seid, wird er euch richtig den Arsch versohlen. Ja, dazu sei gesagt, dass ich erinnere mich nochmal, mein Bruder hatte bei diesem Bossfight, glaube ich, auch ein paar Probleme gehabt damals. Ja, nicht nur dein Bruder, ich auch. Ich bin hier öfter gestorben, als ich zählen kann. Ja, es ist. Es gibt. Meistens gibt es in jedem Spiel immer irgend so einen Boss, der sowas macht. Ja, leider, das Problem ist nämlich, du wirst halt nicht auf diesen Boss vorbereitet. Alle Bosse gehen bis zu diesem Punkt und hier steigt dann der Schwierigkeitsgrad vom Boss her so exorbitant in die Höhe, dass du dir nur denkst, ach, leck mich am Arsch, Alter. Ja, kommt ein bisschen plötzlich hier mittendrin. So, einmal. Tschüss. Bisschen kalter Hund? Ein bisschen kalter Hund, genau. So, wir brauchen Blitzka, bitte mehr als 4000. Naja, knapp 700 mehr als 4000. Wohl wahr, wohl wahr. So. 120.000 wieder. Nice. Oh, nächstes Grab. Das dritte Grab. Gut, wir haben jetzt keinen Bock, Mobs zu besiegen, die 17.000 HP haben und uns kaum Erfahrungspunkte bringen. Lass mal stecken, es lohnt nicht.
ここまで来て倒れるのが悔しかったでしょう。So, wir sind wieder da. Geil. Spielstand fällt. Auch gut. So, wie gesagt, Walker, du musst hier mit deinem Ball regeln, weil Titus meint ja immer nicht treffen zu müssen. Die lassen sich aber auch nur treffen, wenn sie Lust dazu haben. Ja, ne? Hab ich Auron nicht ausgerüstet? Nee. Wieso hat Auron sein Ding nicht ausgerüstet? Bin ich blöd oder was? Sein was? Was hat denn er nicht ausgerüstet? Habe ich ihm nicht Siegesmut oder sowas ausgerüstet, damit er pro Angriff X-Taste bekommt? War das nicht Kampfgeist? Kampfgeist? Habe ich ihm das nicht angelegt? Besser nochmal nachprüfen. Weil er kriegt die ganze Zeit nur X-Taste-Punkte beim Schaden. Ja, kann ja mal passieren. Wenn das wirklich so ist, dann bin ich der dümmste Volltrottel auf diesem Planeten, Alter. Das war ich manchmal auch gewesen. Obwohl uns das bei Auron halt wenig bringt, weil er lernt keine Ekstase-Attacken. Doch, ich habe eigentlich... Was ist Titus? Jetzt habe ich Kampf... Ach so, das ist Titus. Ja, nicht mit Auron verwechseln. Er hat Askese, ne? Geil. Da ist er. Der ist safe, Alter. Speichern auf. Ja. Auron ist der dauernd stehen bleibt. Titus ist der dauernd umfällt. Sehr leicht zu unterscheiden. So. Leute, es geht los. Hoffentlich schaffen wir das. Wir werden jetzt vor allen Kämpfen fliehen, weil wir wollen damit full live reingehen. Aber eigentlich dürfte er relativ simpel jetzt werden, weil wir haben die ganzen Bestia. Trotzdem. Zeit, ihn einzuseifen. Richtig. Los geht's. Alter! So, jetzt aber. Noch nicht. Doch, jetzt. Gut, er kommt. Let's go. Bisschen weiter launchen. ザナルカンドだよ。分かってる。ユーナ、究極召喚手に入れちゃうよ。分かってるよ。私何も思いつかない。俺もだ。どうしよう。なんとかなる。今の俺たちは何も知らない。このままじゃユーナを助けられないけど、ザナルカンドへ行こう。 行けば何か分かるって。きっとそこから始まるんだ。へえ。ん？今頼れるエースって感じしたよ。ザナルカンドエースのエース。最初から言ってんだろ。あはー。あー。 ジェクトの息子か。リュック、先に行ってアーロンに伝えろ。一人で戦う気？いいから行けって。<笑>よかろう。死の安息に沈め。すかしてんじゃねえよ。格好をつけるな。 ユーナ殿、お久しゅう。ユーナ。<笑>二回送りか。その前にロンゾの生き残りに伝えたいことがある。<笑>実に勇敢な一族だった。私の行く手を阻もうと捨て身で挑みかかり、一人また一人。 バカな。決まり。そのロンゾの悲しみ、癒してやりたくはないか。何を言いたいのです。彼を死なせてやればいい。
悲しみはつゆと消える。スピナ、死の螺旋にとらわれた。悲しみと苦しみの大地、すべて滅ぼして癒すために。私は真になる。そう。あなたの力によって。私と共に来るがよ。私が新たな神となれば、お前の父も救われるのだ。お前に何がわかるってんだ。哀れなもの だが、その絶望もここで消える。Es geht los, Leute. Seymour Flux ist am Start. Mal gucken, ob er so fluxen wird, wie er sich vorstellt. Ich hoffe es, ne? Aber ich sollte vielleicht nicht erst Gemetzel einsetzen, sondern das Erste, was ich tun sollte, ist... Haska. Wenn ich mich recht erinnere, tut er hier Bestia, kurz nachdem er so gerufen hat, wieder zurückgerufen. Er ruft sich nur... Oh Gott, stimmt, Lulu hat... Und ein Zombie. Boah. Ich hab genau das gemeint. Ja. Ich weiß schon, warum der so kacke ist. Ja, es gibt, kommt dann noch ein anderer Kampf, wo Zombie eine gewisse Rolle spielen wird. Der war auch nicht gerade ohne. Hat er irgendwelche Schwächen? Nicht, dass da was dasteht. Ach, kacke. Nur noch, Kimari kann ihre Zauberabwehr durch Ansprechen erhöhen. Oder sowas. Ich muss schon wieder mit Titus... Empfohlen wird Haska, allerdings kann Sima das durch Anti-Z wieder aufheben. Ja, habe ich mir gedacht. Also der Illumi-Effekt durch als Erzengel ein. So, und das Schöne ist, wir haben alle Bestias. So, rufen wir sie jetzt auch alle nacheinander, okay. Und setzen die Ekstase. Leute, das ist die einfachste Methode, diesen Spasti zu besiegen. Damit ihr seine Drecksvisage aus eurem Bildschirm bekommt. Macht alle Bestia auf Ekstase vorher und haut ihm die Ekstase um die Ohren. Der ist dann mit ziemlicher Sicherheit tot. Das ist generell keine schlechte Taktik, die Ekstase hochzumachen bei den Bestias. Ja, wohl wahr. Ansonsten im normalen Kampf wird noch Protus empfohlen mit Yuna, was manche Attacken von ihr abschwächen können. Kannst du schon mal gucken, wann ob direkt nach dem Kampf noch ein Speicherpunkt kommt? Der sollte eigentlich dann gleich danach kommen. Okay, passt. Ja, Simon lässt wieder an sich saugen. Macht ja sonst niemand. Da, jetzt setzt er Gnadenstoß ein. Tschüss, Bestia. Er setzt Erzengel auf Auron ein. Aber warte mal, Stummschock scheint so zu funktionieren bei ihm. Echt? Und es ist womöglich, ihn mit Bio zu vergiften. Also es wird wirklich hier geschrieben, um seine Anti-Z-Attacken zu verhindern. Stummschock. So, dann beschwimmen wir Hundemon. Ja, mach mal ein bisschen Hitze. Ist sau kalt hier. Genau. Boah, mein T-Shirt, mir wird jetzt schon heiß, Alter, Leute. Ihr glaubt das gar nicht. Wenigstens mal ein bisschen Wärme hier auf diesem scheiß arschkalten Berg. Naja, aber es ist auch nur so lange warm, wie Shiva nicht da ist, ne? Okay, hören wir auf damit. Dann ist es super kalt. So, weil ich will das nicht akzeptieren, dass die beiden ein Couple sein sollen. Ich möchte das nicht. So, hier, Inferno. Alter, Seymour Flux ist so stark, dass der nicht mal abhebt, wenn Inferno auf ihn gerade eingesetzt wird. Der denkt sich einfach, joa, juckt nicht. Auch wieder. Immerhin. Gute über 10.000 weggeballert. Hier soll. Seid ihr mal nicht so sicher? Aber die scheinen alle jetzt inzwischen so die 10.000 Marke geknackt zu haben. Oder zumindest den Rand davon. Ja. So, ich setze aber mal eine Mega-Potion zur Sicherheit ein. Jetzt können wir das Ansprechen uns nochmal anhören.
スピラの悲しみを癒したくはないのか。滅びの力に身を委ねれば安らかに眠れるのだ。あなたは逃げているだけです。Ja. Ich will. Hat sie gerade schneller geredet, weil sie in Hast war? Ich weiß nicht genau, aber. Das wär halt richtig witzig, Alter. Bin ich ehrlich. So, Gemetzel. Ja. Die Schläge hat er verdient. Los, gib's ihm, Tidus. Gib's Darauf ihm. Darauf hast du nur gewartet. So, Yuna beschwört mal wieder. Epona ist am Start. Lass uns mal ein bisschen blitzen. Ein bisschen blitzen. Der Schock sitzt tief, würde ich jetzt behaupten. Bei Simo sowieso. Wir können froh sein, dass wir alle Bestie auf die Ekstase gehauen haben. Das wäre sonst ein richtig furchtbarer Kampf. Der kann doch ganz andere Attacken als diesen Billig-Scheiß, den er uns gezeigt hat. Eine soll, glaube ich, 2500 abziehen oder so. Guck mal, Epona kriegt die nicht mal angehoben. Jetzt macht der Reflex, das interessiert uns einen Scheiß, Alter. Der Reflektor, der Übles im Schilde führt. Und das war's. Wie kann der eigentlich Bestias im One-Hit auslöschen? Ich versteh's nicht. Er cheatet wieder. Ja. So wie immer. Aber richtig. Das werden wir ja austreiben. Da sagst du was. Scheiße, er kann Protest, ne? Und ich kann keine Magie auf ihn. Ich kann keine Magie auf ihn wirken, weil er Reflekt gezaubert hat. Ja, gegen Bestie-Attacken wird ihn das eh nichts nützen. Zum Glück. Aber ich kann jetzt zum Beispiel kein Anti-Z einsetzen. Ein bisschen scheiße. Neli ist am Start! Ja, kälter als es eh schon ist. Jetzt wird's richtig eisig. Ja, sie hat ihn ja schon mal auf Eis gelegt. Ja. Vielleicht legt sie ihn ja wieder auf Eis. Flachgelegt, würde ich sagen. So, Diamantstaub. Zeit für Kamehameha, Alter. Ja, lass ihn Staub schlucken. Das nur mit einer Hand. Aber er friert ein. Er friert ein. Das ist cool. Läuft sogar blau an. Nein, er ist nicht tot. Aber wieder über 10.000. Und damit ist Nelly leider auch am Ende. Ist ein bisschen schade drum. Naja, den Rest kriegt man auch noch weg. Nur um sicher zu gehen, soll ich jetzt noch eine Beschwörung einsetzen? Ja, ne? Ja, wenn schon mit einem Bang ihn wegschmeißen. Nein. Oh. Bei dir ist das Bild auch stehen geblieben? Ja, scheiß Ladezeit. Ich hab gerade einen Todesschrecken gekriegt, Alter. Arok ist am Start. Dass ein kleiner Junge so eine starke Bestie ist, Alter. Ja, kann man mal sehen. Mega Flair. Wer weiß, vielleicht ist der kleine Junge ja ein Drachenliebhaber. Vielleicht. Vielleicht tut sich ja das ein bisschen mit drauf auswirken, also die Interessen des jeweiligen, zu was in der Bestie die dann werden oder so. Wohl wahr. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Oh! Boah, 20.000! Weggrasiert haben wir ihn!
もう邪魔すんなよ。Hui, hui, 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 was für ein Kampf und wir kriegen eine Menge EP. Watashi no chikara de shin ni naru. Tawagoto da. Wasurero. Kare ga shin ni nareba, Jekto san ga sukuwareru. Iku zo. Nani ka shitteru nara oshiete kudasai. Oshiete. Shin. Oyaji nan da. Nan da soryo?シンは俺の親父だ。親父がシンになったんだ。理屈とかそういうのよくわからない。でも俺、感じた。シンの中には、親父がいる。親父がスピラを苦しめてるんだ。ごめん。ごめん。たとえ、シンがジェクトさんでも、シンがシンである限り、私分かってる。倒そう。親父もそれを望んでる。父親と戦える？大丈夫、やるよ俺。なあ、その話を、シンの毒気にやられて夢を見たわけじゃねえよな。ああ、じゃあチャップは悪いけどよ、俺何も聞いてないことにしとく。頭こんがらがってきたぞ。なんでまたそんなことになっちまったんだ。行けばわかる。もうすぐだ。 So Leute, wir sind zurück. Weiter geht's. Wenigstens Simo erstmal weg. Richtig, den Lappen sind wir los. Und hier ist auch gleich ein Speicherpunkt. Leute, ihr wisst, was das heißt. An dieser Stelle beenden wir den Part. Ja, mal gucken, was uns dann beim nächsten Mal hier noch so erwartet. Richtig, Leute, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Vielen Video. Dank. Abonniert unsere beiden Kanäle. Schaut bei Spongy vorbei. Er macht coolen Stuff. Thanks. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.